Bei uns vor der Kamera Dr. Würzner, der Oberbürgermeister der Stadt Heidelberg. Herr Dr. Würzner, was ist Heidelberg und der Basketball? Also ich glaube, Heidelberg ist eine wunderbare Basketballstadt, war es schon immer. Wir wollen jetzt mit dem USC auch gemeinsam in der Region, auch über das Basket College, also eine regionale Kooperation, vor allem auch im Jugend, eine hervorragende Jugendaufbauarbeit leisten. Das macht der USC mit seinen Partnern zusammen und natürlich auch in der Leistungsspitze. Das, was insbesondere auch über Manfred Lautenschläger ermöglicht wird, dass wir in der Leistungsspitze natürlich auch eine tolle erste Mannschaft haben, der ich alles Gute wünsche für die neue Saison. Die Heidelberger, der USC, hat ja in der letzten Saison eine fulminante Leistung hingemacht, hat also Heidelberg auch in die Schlagzeilen gebracht in ganz Deutschland durch die Pro-Serie A und hat sich ja jetzt neu formiert. Es hat eine neue Strategie gegeben, neue Leute, es gibt eine Marketingabteilung und so weiter. Wo, denken Sie, geht der Weg hin? Sie haben ja eben auch gesagt, die Stadt Heidelberg steht hinten dran. Wo geht der Weg hin? Also ich glaube, das, was sehr gut ist, ist, dass man noch etwas professioneller wird. Das ist einfach wichtig. Wenn man heutzutage auch in der Leistungsspitze mithalten will, dann muss man auch eine entsprechende Professionalität haben. Das hat sich sehr gut in den letzten Jahren entwickelt. Jetzt sind auch einige neue Impulse dazugekommen, die sehr wichtig waren. Die Pro A hat im letzten Jahr ja nicht so doll gestartet, aber zum Schluss war sie fulminant. Daran wollen wir anknüpfen. Für mich ist es auch wichtig, dass wir weiterhin auf die gleiche Struktur bauen, auch den Trainer eine Möglichkeit geben, jetzt auch in dieser Saison wiederum das zu zeigen, was er drauf hat. Und ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft, die von Heidelberg ausgehen kann, auch mit regionalen Gewächsen, sage ich ganz bewusst, allerdings natürlich auch mit klaren, guten Zukäufen in der Pro A hervorragend zu spielen, aber insbesondere von unten herauf auch durch eine breite, gut aufgebaute Jugendarbeit viel zu leisten. Be All und viele andere spielen da eine große Rolle. Sie sprachen es an, die Jugendarbeit, die hat sich ja enorm entwickelt, auch in den letzten Jahren, auch was Damen- und Mädchenmannschaften anbelangt. Es sind Aufstiege gefeiert worden, die Jugend ist gefasst, sie wird auch nicht als Nebenprodukt laufen gelassen. Das hat man heute Abend hier gesehen, zusammen mit der ersten Mannschaft gespielt, gleichzeitig auch vorgestellt. Gibt es da logistische Unterstützung auch von seitens der Stadt? Also für uns ist es erstmal wichtig, dass wir als Stadt natürlich für den Breitensport die entsprechende Verantwortung übernehmen. Das machen wir auch. Dennis hat eine hervorragende Frauenmannschaft aufgebaut, auf die er wirklich stolz sein kann. Insbesondere die Mädchen haben ganz hervorragende Ergebnisse erzielt. Dass wir aber auch regionale Kooperationen stärker eingehen, die JBBL, die NBBL. In dem Bereich ist natürlich aus meiner Sicht auch ein ganz wichtiger Meilenstein, da auch stärker professioneller zu werden. Und wir versuchen im Rahmen unserer Kooperation, auch im Rahmen der Metropolregion, diese aufstrebenden Teams auch gemeinsam zu unterstützen. Und da gehört es natürlich auch dazu, dass man dann aus der Region auch versucht, die Besten zusammenzuholen, wenn es dann weitergeht. Und ich glaube, das ist ein gutes Konzept. Basisarbeit vor Ort in den Vereinen, regionale Zusammenarbeit, wenn es in die höheren Etagen geht. Und in der Pro A hoffe ich mir, dass auch viele aus der Metropolregion in Zukunft hier entsprechend mitspielen können. Gut, alles klar, damit danken wir uns. Und sind die Termine der Heimspiele schon im Kalender drin? Ein paar, leider nicht alle, aber das ist bei meinem Terminkalender nicht möglich. Aber ich komme immer leidenschaftlich gerne zum USC und die Spiele sind packend, spannend. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für die Zuschauer. Deswegen kommen Sie einfach vorbei. Es macht Spaß und es ist toll, den Jungs und den Mädels zuzugucken. Vielen Dank, Herr Dr. Würzner. Danke.